Guten Tag, Geschwister. Morgen kann man ja nicht mehr sagen. Ja, unser Pastor ist heute nicht da. Betet auf jeden Fall für ihn. So ein Pastorenamt ist nicht leicht. Hat viel mit Ermutigung, mit Entmutigung zu tun und es sind auch Angriffe, Anfechtungen da und betet für unseren Jörg. Ja, wir machen in Sprüche weiter und zwar in Sprüche 15, die Verse 1 bis 7. Eine linde Antwort stillt den Zorn. Aber ein hartes Wort erregt Grimm. Der weisen Zunge bringt gute Erkenntnis, aber der toren Mund speit nur Torheit. Die Augen des Herrn sind an allen Orten. Sie schauen auf Böse und Gute. Eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Der Tor verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber Zurechtweisung annimmt, ist klug. In des gerechten Haus ist großes Gut, aber in des gottlosen Gewinn steckt Verderben. Der weisen Mund breitet Einsicht aus, aber der toren Herz ist nicht recht. Für mich sprechen diese Verse sehr viel von unserer Zunge, von unseren Worten, die von unserer Zunge kommen. Und es wird ganz, ganz häufig in den Sprüchen die Zunge erwähnt, unsere Worte, die wir sprechen. Ich möchte heute zwei Sachen gegenüberstellen. Und zwar ist es einmal die negative Seite der Zunge und die positive Seite der Zunge. Dazu lesen wir mal als Einstieg Jakobus 3. Das kennen die meisten von uns. Da geht es viel um die Zunge. Jakobus 3, die Verse 5 bis 12. Jakobus 3, 5 bis 12. Vier, vorhin auch mitgelesen. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Lob und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Die Zunge, vor mir ist es überschrieben, in Jakobus, die Macht der Zunge. Und das ist eine Macht. Worte sind mächtig, haben Einfluss. Die negativen wie die positiven. Die negativen richten Zerstörung an. Ich habe das vorhin schon gesagt, wenn du jemanden hast, der mal tief verletzt wurde mit Worten, ob bewusst oder unbewusst von einer Person, spielt keine Rolle.
derjenige ist verletzt. Und wenn dieser, wir haben ja als Kinder Gottes die Möglichkeit, die große Möglichkeit, die große Chance, demjenigen zu vergeben mit Gottes Hilfe. Die Menschen in der Welt haben es nicht. Und es ist tatsächlich so, du kannst, wenn jemand verletzt wurde mit Worten, der kann dir nach 20, nach 30, nach 40 Jahren, am Ende seines Lebens noch sagen, ganz genau sagen, wie die Situation damals war. Was für ein Wetter war, was es für eine Uhrzeit war, was derjenige getragen hat an Kleidung. Und er hat noch genau den Wortlaut im Kopf. Wenn dich jemand ins Gesicht schlägt, tut einen Moment weh. Kann manchmal sehr weh tun. Aber das vergeht. Das ist nach einer gewissen Zeit ist das weg. Worte gehen viel, viel tiefer. Die gehen nicht bis dahin, die gehen tief rein. Und wenn da nicht Vergebung hineinkommt, dann arbeitet das. Es arbeitet, es arbeitet, es arbeitet und die Menschen werden bitter. Und wenn du schon mal mit einem Menschen zu tun hattest, der bitter ist, das ist ganz furchtbar. Der hat nichts Gutes zu sagen. Und er kommt auch immer wieder auf diesen Punkt zurück, wo er verletzt wurde. Du kannst demjenigen auch nicht in dem Sinne helfen, dass du sagst, ja, das war damals so, vergib doch einfach oder hier habe ich ein paar Bibelstellen für dich. Nein, Gott, du musst dafür beten, dass Gott ihm die Augen öffnet, dass er diese Sache, diese bittere Wurzel, dass Gott sie rausnimmt, dass er bereit ist zu vergeben. Andere Chance gibt es nicht, sonst geht es nicht weiter. Du bist gelähmt dadurch. Und das sind Worte. Wenn Worte nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen, können sie ganz, ganz viel Zerstörung anrichten. Wir wollen mal ganz kurz, oder ich lese sie vor, nochmal ein paar Bibelstellen zur Zunge lesen. Oder ich lese sie vor, wie gesagt. Da steht, schöne Sachen eigentlich. Obwohl, nee, das sind noch nicht die schönen Stellen, die kommen später. Psalm. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Sprüche, wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Und Petrus sagt, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Du kannst Großes tun für Gott, du kannst stehen und predigen, du kannst, ich weiß nicht was, tun. Aber wenn das mit der Zunge nicht vom Heiligen Geist im Griff ist, vergiss das Ganze, vergiss deinen Dienst. Das ist kein Segen. Wenn du über einen Bruder oder eine Schwester nichts Gutes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. Wir sind so schnell dabei. Das ist so eine, kann auch so eine Dynamik unter uns Christen sein, dass wenn wir zusammenkommen, es plötzlich anfängt, du redest nicht mit jemandem, sondern du redest über jemanden. Und das kann sehr, sehr schwierig werden, weil es ist ja oft so, dass man vielleicht irgendwas gehört hat über einen Bruder und irgendwas Negatives. Was mache ich jetzt damit?
Dann gehe ich zum nächsten Bruder, rede mit ihm drüber, da ist vielleicht noch einer dabei. Ist ja auch oft so, wir sind ja auch von Sympathie oder Antipathie geprägt. Das wusste ich ja schon immer über den, der ist ein bisschen schräg und so. Und dann bist du plötzlich in einer Sache drin, die völlig daneben ist. Und oft ist es so, dass wir das Ganze auch gar nicht prüfen, wenn wir irgendwas hören. Ist das wirklich so, was der Bruder mir da sagt? Das muss gar nicht böse, der muss gar nicht lügen oder sowas, aber der hat es vielleicht auch nur irgendwo gehört, ein Stück weit aufgeschnappt. Ist das wirklich so? Und wenn ich das zulasse, dass das in mir arbeitet und bewegt wird, habe ich plötzlich eine negative Haltung meinem Bruder gegenüber und der weiß gar nicht warum. Weil meine Meinung, meine Auffassung von ihm, der kann ein netter Kerl sein, aber ich habe was gehört und irgendwie, das ist ja schon ein dickes Ding. Ich bewege das in mir und der andere wird das, wenn ich ein bisschen Beziehung zu ihm habe, wird der andere das merken, dass ich mich anders verhalte. Der weiß aber gar nicht warum. Der weiß nicht, warum ich mich plötzlich anders verhalte. Das, was wir tun sollen, wenn wir Sachen hören, erstmal gucken, ist das wirklich wahr? Wenn das so ist, dann gehe ich nicht zum nächsten Bruder, wir sind ja auch manchmal sehr fromm, und gehen zum nächsten und sagen, hier, der Bruder hat das und das gemacht, lass mal für ihn beten. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, wenn du was erkannt hast, rede mit Gott drüber und geh zu demjenigen hin. Rede mit ihm und wenn irgendwas ist, wunderbar, wenn du für ihn beten kannst, wenn er, ja, aber es muss in Liebe getragen sein, das ist ganz wichtig. Wir sind manchmal so, oh, da ist ein Bruder, dem wollte ich eigentlich schon immer mal was sagen. So, ne, so den, ja, da muss man ein bisschen eingenordet werden. Ne, auf keinen Fall. Das ist nicht der Weg, den Jesus geht. Denn wie schnell erhebt man sich? Wie schnell gucke ich auf Brüder oder Schwestern und sage, boah, das würde ich nicht tun. Sowas würde ich nie sagen, sowas würde ich nicht tun. Wenn Gott mir zeigt, wer ich ohne ihn bin, in meinem alten Fleisch, wir haben es ja immer noch mit dem alten Fleisch auch zu tun, leider. Wir sind neue Menschen, gezeugt durch den Heiligen Geist, aber da ist auch immer noch der alte Mensch da. Und der ist verkommen. Der ist schmierig, der ist egoistisch, der sucht sich immer seinen Weg, er laviert sich raus. Wenn Gott mir zeigt, wer ich ohne ihn bin, habe ich keinen Grund mehr, auf irgendjemanden abfällig zu gucken oder was auch immer. Ich bin nicht besser als jeder andere, vielleicht noch viel schlimmer. Da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Gut ist nur einer. Gut ist nur Jesus. Und wir brauchen seine Liebe, wenn wir auf Menschen zugehen und wichtig ist es einfach auch oft, nur zuzuhören. Wir reden so schnell, wir reden viel, wir labern, wir erzählen. Und wenn jemand eine Not erzählt, dann hat er vielleicht gerade einen Satz gesagt und wir haben schon eine Lösung dafür. Wir wissen nicht, was der Bruder, was die Schwester durchmacht. Klar, da kommen Worte aus seinem Mund, aber wir wissen nicht, wie es innen drin aussieht. Das sieht nur Jesus. Und wir sollten vorsichtig sein mit Patentrezepten. Das hat die Welt auch. Die Welt hat immer sofort auf alles, ob du ein Problem hast oder nicht, die haben eine Lösung dafür. Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Aber wichtig für uns als Geschwister ist es, wenn wir die Liebe untereinander praktizieren, dann müssen wir zuhören. Und wirklich zuhören, nicht nur mit einem Ohr. Manchmal, ne, bist du irgendwo ganz woanders, ne, mit deinem, oder du hörst irgendwie jemand anders oder es kommt jemand dazu und redet dich an. Nein, du bist jetzt in dem Moment, da sitzt die Person dir gegenüber und die ist wichtig. So ist es bei Jesus auch gewesen. Der hat sich aus einer Menge zurückgezogen, ist auf eine Person zugegangen, weil er die Not gesehen hat. Das war ihm wichtig. Der Einzelne ist ihm wichtig. Nicht die große Masse. Das ist nicht so entscheidend. Und er sieht tiefer, er sieht die Not. Und manchmal nimmt er uns mit hinein, wenn wir es zulassen, wenn wir es wollen. Das ist nicht einfach, wenn du dann plötzlich mit Not von Geschwistern konfrontiert wirst. Aber wir haben Jesus auf unserer Seite und er ist die Hilfe, nicht du bist die Hilfe. Jesus möchte dich gebrauchen, dass du Hilfe sein kannst, aber
Du bist es nicht, er ist es. Worte. Worte können, wie gesagt, also wenn ich, manchmal, du sprichst Worte aus, du kannst Worte ja nicht zurückholen. Manchmal reden wir und überlegen hinterher, was wir gesagt haben und merken plötzlich, war total daneben. Dann kannst du es aber nicht zurückholen, du kannst nicht zu dem Bruder oder Schwester sagen, oh, das wollte ich nicht, das tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Das ist ausgesprochen. Die Verletzung ist vielleicht schon da, der hört dich nicht mehr, der Bruder oder die Schwester. Das ist die eine Seite, aber es gibt auch bewusste Verletzungen, dass jemand jemanden bewusst verletzt. Das hoffe ich nicht, dass das unter uns Geschwistern so ist, aber in der Welt ist das gang und gäbe, dass man sich bewusst verletzt. Eine ganz, ganz furchtbare, schlimme Sache, finde ich, ist Lästerung. Über den Schwachen herziehen, weil man ja selber so viel besser ist. Man kann sich ja dadurch aufwerten, wenn man jemand anders runtermacht. Lästerung ist was ganz Schreckliches. Und dazu will ich einfach nur mal kurz Matthäus lesen. Matthäus 27, ab Vers 39 bis 44. Matthäus 27. Matthäus 27, 39 bis 44. Vers R ab 38. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Wenn wir uns das vorstellen, diese Situation hier, Jesus, die Liebe in Person, Jesus, der nur Gutes getan hat, der Tote auferweckt hat, der Kranke geheilt hat, der Besessene befreit hat, der Menschen gesegnet hat, wird von uns Menschen geschlagen, erniedrigt, angespuckt. Die Soldaten, die römischen Soldaten wussten ganz genau, wie sie diese Menschen behandeln, die am Kreuz, du warst verflucht, du hattest keine Rechte mehr. Die wussten ganz genau, wie sie Menschen quälen können. Das war Tagesgeschäft. Nägel durch die Hände getrieben, ein heftiger Schmerz, eine Nervenbahn, die da langläuft durch die Hände, wenn die verletzt wird, die unsagbare Schmerzen verursachen. Die wussten ganz genau, wie sie das machen müssen. Eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt, erniedrigt, nackt am Kreuz, ein Bild des Entsetzens. Da könnte man doch eigentlich als Mensch, wenn man so etwas sieht, könnte man doch Mitleid haben mit so jemandem. Die Leute sagen ja hier auch, anderen hat er geholfen. Das ist jemand, der hat das eigentlich gar nicht verdient, da zu hängen. Der hat geholfen, der hat geliebt, der hat gedient. Wenn das jetzt jemand gewesen wäre, der ein schlimmer Typ gewesen wäre, die anderen beiden da, Mörder oder irgendwelche Sadisten, was weiß ich, was du dir da vorstellen kannst, da würdest du sagen, naja, der hängt da zurecht. Ist zwar schlimm, aber er hat es verdient. Aber jemand, der so entstellt ist und nur Gutes getan hat, kein Mitgefühl
sondern im Gegenteil, sich lustig machen, lästern. Wie abgrundtief böse können wir Menschen sein? Das ist so, aber das ist nicht, wir können jetzt nicht sagen, oh, das sind jetzt die Schlimmen. Das ist in uns. Wenn wir Jesus nicht wirken lassen in unserem Leben, wenn er nicht unser Herr ist, sind wir zu den gleichen Dingen fähig. Ich habe das vorhin gesagt, früher in der Schule, du hast immer einen dabei gehabt, auf dem rumgehackt wurde, der irgendwie anders war, der sich nicht wehren konnte, der aus einem schlechten Elternhaus kam, der, ich weiß nicht was, der komisch aussah, was auch immer. Und da wurde drauf rumgehackt. Der wurde gedemütigt, da hat man sich dran hochgezogen. Und ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das vielleicht nicht, aber ich kenne das. Ich war ja nicht der, auf dem rumgehackt wurde. Und das ist so, so wichtig, dass wir als Kinder Gottes, dass wir uns von Jesus, sage ich einfach mal, das hört sich vielleicht blöd an, aber ein geistliches Rückgrat schenken lassen. Du kannst immer wieder in Situationen kommen, wo du auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, wo auch immer, wo du plötzlich in einem Kreis drin bist, du willst es vielleicht gar nicht, aber du stehst zusammen und plötzlich wird geredet. Es wird vielleicht über den Prof geredet, der da vorne dummes Zeug erzählt hat, deiner Meinung nach, weil du ja so viel schlauer bist. Oder der Chef auf der Arbeit, der ist doch total blöd, was der da immer entscheidet. Oder Politiker in der Regierung, ich kann es sowieso besser. Ja. So diese ganzen Dinge, die auf uns einstürmen. Du kannst so schnell von diesen Dingen manipuliert werden und du machst mit. Du machst es vielleicht erst nicht mit, aber du bleibst dabei, wie das im Psalm steht. Du sitzt dann plötzlich mit den Spöttern zusammen. Du hast drei Möglichkeiten. Du machst da mit, haust voll mit rein so. Als Christ dürfte das aber eigentlich, müsste irgendwo dein Gewissen ansprechen. Oder du gehst aus der Situation raus, was auch weise ist, wenn du dich einfach umdrehst und weggehst. Oder du hast ganz viel Rückgrat und setzt was dagegen. Bedeutet aber unter Umständen, dass du dich selber nicht beliebt machst. Denn diese Leute, die anfangen zu lästern, die fühlen sich ja eigentlich ganz wohl dabei. Und wenn du dann plötzlich Gutes redest, kann das schwierig werden. Und dann bist du vielleicht derjenige, der dann angegriffen wird. Aber Jesus wird dich segnen, wenn du das tust. Wenn du negativ redest, glaub mir, dein Leben ist nicht gesegnet. Du wunderst dich dann, warum du vielleicht zu Hause sitzt, dein Wort liest, dein Gebet nur bis zur Decke geht. Wir müssen uns von Jesus erfüllen lassen, Gutes zu reden, Segen zu bringen, das ist wichtig. Die Zunge hat noch einen anderen Aspekt, und zwar, die kann manipulieren. Wenn du jemanden hast, der gut reden kann, der diese Gabe der Rede hat, ein guter Rhetoriker ist, der kann dich zu Dingen bringen, die du eigentlich gar nicht willst. Das ist eine Macht, da ist eine Macht der Verführung hinter. Es gibt natürlich auch begabte Redner im Reich Gottes. Gott gibt Begabung, das ist nicht die Frage. Aber wenn sie zur Verherrlichung Gottes eingesetzt wird, das ist kein Problem. Wenn der Mensch weiß, ich habe alles von Jesus, ich habe nichts ist aus mir, ist das gut, bringt das einen Segen. Aber Menschen in der Welt haben Ziel damit, die wollen manipulieren. Und dem sind wir als oder denen sind Menschen in der Welt nicht gewachsen. Ich habe das vorhin schon gesagt. Hitler hat mal gesagt, man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, irgendwann glauben es die Menschen. Und wir wissen, dass das Dritte Reich war voll mit Lüge. Da waren so viele Verdrehungen drin. Ist ja klar, wir wissen, wer der Vater der Lüge ist. Und wir müssen aufpassen als Christen. Wir müssen wirklich ganz, ganz, ganz eng an der Wahrheit bleiben.
Das ist ganz wichtig. Wenn du, weiß ich nicht, du bist plötzlich in einer Situation, wo du dich zur Wahrheit stellen musst. Und es ist, könnte unter Umständen, wenn du die Wahrheit sagst, unangenehm für dich werden. Was tust du dann? Das ist ein einfacher Ausweg, mal eben so ein bisschen was Unwahres einzuschieben. Die Lüge hat eine, wie soll ich sagen, eine Eigendynamik. Wenn du diese Lüge zulässt und sie nicht, du kannst ja auch natürlich zum Kreuz gehen, du kannst Jesus um Vergebung für diese Lüge bitten. Wenn du es nicht tust, kann es passieren, dass diese eine Lüge eine zweite nach sich zieht, eine dritte nach sich zieht und du plötzlich in einer Bindung, in einem Zustand bist, wo du nicht mehr rauskommst. Du weißt selber nicht mehr, wo es angefangen hat. Es gibt Leute, die lügen und merken das gar nicht mehr. Da müssen wir auch als Kinder Gottes sehr, sehr, sehr aufpassen. Nicht den bequemsten Weg. So, das Fleisch sucht immer den bequemsten Weg. Wie kann ich am besten aus dieser Situation rauskommen? Auch das ist Lüge, wenn ich mir die Sachen so hindrehe, wie es für mich am besten passt. Das ist nicht in der Wahrheit wandeln. Und Gott sei Dank liebt uns Gott, aber manchmal muss er einen schweren Weg mit uns gehen und muss das Ganze aufdecken. Das tut wahnsinnig weh, das kann sehr peinlich werden, aber Gott liebt uns und wenn wir diesen Weg weitergehen, das weiß er, wenn wir diesen Weg weitergehen, zerstören wir uns selbst und auch die Menschen um uns herum. Wenn du Menschen anlügst, wie man so sagt, die glauben dir nicht mehr. Sie sind vielleicht, wenn du deine eigene Ehefrau anlügst oder, ich weiß nicht, deinen besten Freund, das geht so tief, gerade deinen besten Freund, wenn du den anlügst, das geht so tief rein, das verletzt. Deswegen, lass uns nicht mit dem Vater der Lüge irgendwo da, ja, gemeinsame Sache ist ein bisschen zu hart gesagt, aber wir öffnen ihm tatsächlich eine Tür, wenn wir lügen. Der nutzt jede Chance, um uns im Bein zu stellen. Und wenn wir das zulassen, dann wird er uns schon einreden, das kannst du nicht in Ordnung bringen, das kannst du nicht bekennen. Was soll derjenige von dir denken, wenn du ihm das sagst? Egal, es ist wichtig, was Gott von dir denkt. Das ist wichtig. Und wenn du es tust, wird über kurz oder lang der Segen fließen. Vielleicht ist es so, dass dein Bruder oder deine Schwester dir nicht vergeben will. Es kann sein. Du kannst das nicht fordern. Du kannst nicht sagen, du musst mir aber vergeben. Das ist nicht so. Aber du musst, ja, es ist wichtig, dass du um Vergebung bittest, dass du Jesus um Vergebung bittest, auch die Menschen, wenn sie nicht vergeben wollen, okay. Aber Jesus setzt dich frei von dem Ganzen. Du kommst nicht in Bindungen hinein. Es gibt so Szenen, Drogenszenen, Alkoholszenen, da wird so viel verdreht, so viel gelogen, aber auch nicht nur in den Szenen, auch unter uns, also als Gesellschaft. Ne? Das ist so vieles, ja, Politiker, wir müssen für sie beten, ne? So, sie sind in Positionen, wo sie auch, wenn du erstmal Macht hast, willst du diese Macht auch festhalten und dann drehst du dir auch die Sachen so hin, wie du es willst. Du erzählst heute das, morgen erzählst du was anderes, so wie es dir gerade am besten passt. Deswegen müssen wir für die Leute gerade in Verantwortung, wir müssen echt für sie beten. Ne? Römer 3, 13 und 14. Römer 3. Verse 13 und 14. Da wird uns der Zustand der Menschheit damals beschrieben und ich glaube, so wie Markus vorhin schon gebetet hat, dass es heute auf jeden Fall nicht besser oder schlimmer. Der Mensch ändert sich ja nicht. Das Herz bleibt ja das Gleiche. Ob er nun, ja, wie früher ganz einfach irgendwo in seiner Hütte gesessen hat, sein ganz einfaches Leben geführt hat oder heute, ja, High-Society-Typen, Manager. Das Herz, der Mensch, ist immer der gleiche. Das Ganze drumherum, ja, okay, das ist, aber das hat nichts mit dem Menschen an sich zu tun. Du stehst vor Gott
nackt, ganz alleine als Mensch. Nicht dein ganzes Zeug, was du hast, da wirst du nichts von mitnehmen. Das ist auch nicht deine Identität, dieses ganze Kram. Wir meinen das manchmal. Das ist es nicht. Du stehst als Mensch vor Gott. Und hier beschreibt Paulus das so schön. Da sagt er, ab Vers 12, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Das ist der Zustand der Welt, wo viel, viel, viel geredet wird. Und wo viel geredet wird, wird auch viel dummes Zeug erzählt. Das ist so. Vielleicht müssen wir auch als Kinder Gottes manchmal lernen, ein bisschen weniger zu reden. Aber nur so ein Gedanke. Das ist der Zustand der Welt, des nicht wiedergeborenen Menschen. Aber wir haben Jesus, der uns neu gemacht hat, der uns erlöst hat. Und wir müssen nicht in diesen Dingen bleiben, die hier beschrieben sind. Noch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist wieder in Jakobus. Da geht es leider auch um negative Dinge, aber zu den positiven kommen wir noch. Da sagt Jakobus, in Jakobus 3, ab Vers, ab Vers 13. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Neid kennen wir, glaube ich, alle nicht. Ist verrückt, Neid ist, das ist so eine finstere Sache. Also du kannst ja auf die verrücktesten Sachen neidisch sein bei jemand anders. Weiß ich nicht, der ist jünger, der ist reicher, der ist dünner, der ist intelligenter, der hat eine bessere Bildung, ich weiß nicht, das gibt so viel. Wir Männer vergleichen vielleicht die Autos, der fährt einen dicken Wagen, meiner fällt auseinander und ich weiß nicht, der hat Kohle, ich hab's nicht. Der ist jung und dynamisch, sieht gut aus, ich bin ein alter Knacker, mir tut alles weh, so diese Sachen. Ne? Und man fängt an, so das ja, zu bewegen und wenn du tatsächlich, ein krasses Beispiel, wenn du tatsächlich auf jemanden neidisch bist, wenn der irgendwas hat, was du gerne hättest, du wirst nichts Gutes über den sagen, wenn du neidisch bist. Du wirst du wirst schon Negatives sagen. Wenn jemand dann kommt und über den was Gutes sagt, dann wird, ja, das stimmt, aber du wirst das nicht zulassen, dass von jemandem gut geredet wird, dass er gesegnet ist, dass er vielleicht im Mittelpunkt steht und du nicht. Das kann so vielfältig sein. Bei Frauen ist es, weiß ich nicht, das ist was anderes. Ja. Hat 3 Kilo weniger oder ich habe keine Ahnung, das ist so, ich weiß es nicht. Aber Frauen sind da eh besser als Männer, also ich glaube, die vergleichen sich jetzt nicht so, weiß ich nicht. Aber aber Neid ist wirklich zerstörerisch, ne? Das ist, und du wirst, wenn du mit Leuten zusammenstehst, wirst du, ja, vielleicht
schon, ja, du wirst schon negativ über denjenigen reden, aber wenn er dir dann plötzlich gegenübersteht, kann es passieren, dass du ganz freundlich bist. Dass du ganz freundlich mit ihm redest, das ist Heuchelei. Das sollten wir nicht tun. Das ist nicht das, was Gott durch seinen Geist in uns will, dass wir anfangen zu heucheln und zu tun. Menschen merken das. Wenn du dein falsches Lächeln aufsetzt, dein heuchlerisches Lächeln, lass uns das nicht tun. Und wenn wir es in unserem Leben, in unserem Herzen haben, lass uns das ablegen. Lass uns da wirklich zum Kreuz gehen und Gott da bitten, dass er uns klar werden lässt, dass wir vielleicht auf den Bruder auch zugehen. Du, ich bin neidisch, da gehört Mut dazu. Du, ich bin neidisch auf dich, all das, was du hast, ich habe es nicht und so. Dann wird er ja vielleicht siehst du nur die eine Seite. Du siehst vielleicht, dass er im Mittelpunkt steht oder was auch immer, aber du weißt gar nicht, was er sonst für Probleme hat, was er für Nöte hat. Das weißt du nicht. Du willst nur das haben, was er hat. Aber vielleicht hat er auf einem ganz anderen Gebiet, ist er viel ärmer, als du es bist. Das ist, ja, deswegen ist es vielleicht manchmal ganz gut, wenn wir dann aufeinander zugehen. Ja, also, nur so als Tipp. Aber es gibt natürlich auch eine positive Seite der Zunge. Die wollen wir nicht unterschlagen. Du kannst, wenn du Kind Gottes bist, wahnsinnig viel Segen sein für Menschen. Wir können da auch mal ganz, ganz schöne Verse zu lesen. Und zwar Sprüche, da wo wir jetzt sind, da haben wir diesen Sprüche 15. Da steht Sprüche 15,2. Der weisen Zunge bringt gute Erkenntnis. Und dann natürlich die andere Seite, aber der Torenmund speit nur Torheit. Und in Sprüche 16, ein bisschen weiter, 16,24 steht, das ist so schön, das Wort. Freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Dann noch 25,11 in Sprüche. Da steht, ein Wort geredet zu rechter Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Hört sich total toll an, finde ich. Und Jesaja, der Prophet Jesaja, sagt in Jesaja 50, Vers 4, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben. Der Herr hat es getan. Der Herr hat mir eine Zunge gegeben. Und ich habe die Freiheit, damit zu tun, was ich will. Wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Das ist so wichtig dabei. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre. Bevor ich rede, sollte ich vielleicht hören. Und ich sollte nicht einem Menschen in erster Linie zuhören, sondern ich sollte Gott durch sein Wort zu mir reden lassen. Auch am Morgen schon. Und dann bin ich voll von Gutem, sage ich mal, wenn Gott sein Wort in mich hineinspricht. Das bewegt, es wird bewegt den Tag über in meinem Inneren. Und dann bin ich auch fähig, Gutes zu sagen. Wenn ich morgens aus dem Bett springe und schlecht gelaunt bin und darin bleibe, das ist auch eine Falle. Du gehst von einem Negativen ins andere, du siehst nichts Positives mehr. Weil du nicht eine Begegnung mit dem Sieger hattest, mit dem Herrn, der dein Leben reich macht, der dich segnen will, der dich mit Liebe erfüllen will, damit du ein Segen sein kannst für andere. Wenn du selber nicht gesegnet bist, kannst du kein Segen für andere sein. Wenn du keine Freude in dir hast, kannst du keine Freude vermitteln. Dann gehst du als schlecht gelaunter, kleinkarierter Typ durch die Gegend und Menschen, wo ist der Unterschied zwischen dem und mir? Wo ist der Unterschied? Wenn das Menschen über uns sagen müssen, wäre das nicht schön, ehrlich gesagt. Wir haben den großen, den herrlichen Gott in uns. Wir haben das größte Geschenk, das es gibt. Gott in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein Ziel, das über dieses Leben weit hinausgeht. Ein Leben in Herrlichkeit. Das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, wie das ist.
Und dann laufe ich so durch die Gegend am Tag. Und wenn ich gepiekt werde, dann schlage ich zurück. Weil irgendwas nicht passt. Dem Fleisch passt sowieso eh immer alles nicht. Wir sind dann empfindlich, wenn irgendjemand sagt, oh, wie hat der denn das gemeint? Oder, aber wenn wir in Jesus geborgen sind, dann mag das doch da draußen toben. Dann bist du sicher und geborgen, gesegnet in Jesus. Und dann machst du den Unterschied. Dann merken die Menschen plötzlich, ey, was ist denn mit dem? Der ist ja völlig anders. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Begegnung mit Jesus am Morgen haben oder am Abend. Aber Abend ist vielleicht ein bisschen ungünstig, weil der Tag dann schon vorbei ist. Aber wichtig ist es auf jeden Fall, dass du solltest eine Begegnung mit Jesus haben. Jesus wartet drauf. Er liebt dich. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit diese Gemeinschaft hergestellt sein kann. Und ihm geht es nicht darum, was wir alles tun und wirken für ihn und machen. Und ihm geht es um eine Liebesbeziehung. Er möchte uns beschenken. Er möchte uns einfach vielleicht mal in den Arm nehmen und einfach zeigen, wie sehr er uns liebt, wie wichtig wir ihm sind. Und ich, ja, wir haben dann gar keine Zeit mehr. Wir haben so viele Termine im Kopf, auch morgens dann schon. Der Widersacher schläft natürlich auch nicht. Der wird dir alles Mögliche erzählen, was du zu tun hast morgens. Was du vielleicht noch nicht getan hast und was dran ist. Du kannst dich doch jetzt hier nicht hinsetzen und beten und Bibel lesen. Dafür ist keine Zeit. Du musst loslegen. Du musst Dinge tun. Der treibt uns. Der versucht, Druck auszuüben auf uns. Das macht Jesus nicht. Jesus möchte uns beschenken. Er wartet auf uns, dass wir kommen. Er ist der gute Hirte, der jedes seiner Schafe sieht. Das Verletzte ist, gerade die Verletzten, die sieht er. Es gibt so ein schönes Bild, irgendwo habe ich mal, weiß ich nicht, so ein, kennen wahrscheinlich viele, so der Hirte, der das verletzte Schaf so auf seine Schultern nimmt. Das ist so ein schönes Bild. Das ist Jesus, das ist unser Herr. Der ist so. Der will die Niedergeschlagenen aufrichten, trösten. Der will, ja, und gerade in der heutigen, ja, gerade jetzt in dieser Zeit, viele Geschwister, die schwer haben, die sich einsam fühlen. Klar, wir sind als Menschen auf Beziehungen hingebaut. Aber die wichtigste Beziehung, die wir haben, ist zu Jesus. Das ist die wichtigste Beziehung, die wir haben. Und wenn er uns aus allem mal rausnimmt, vielleicht hören wir sonst nicht zu, wenn alles Mögliche auf uns einstürmt. Aber wenn wir alleine mit ihm sind, kann das ein großer Segen sein für uns. Dass wir ihm vielleicht so begegnen wie nie zuvor. Dass wir ihn ganz neu erkennen. Mag sein. Da gibt es jetzt noch ganz, ja so, noch eine Sache. Ein weiser Mann. Was ist damit gemeint? Wie sieht ein weiser Mann aus? Langen Bart oder weißt du, so wie das so in irgendwelchen Filmen, da sitzt einer oben auf dem Berg und ist ganz weise, hat einen 5 Meter langen Bart und so und redet nur. Genau. Ne? Also ist irre weise. Ne? Aber das ist hier nicht gemeint. Ein weiser Mann ist jemand, der weiß, dass er in sich keine Weisheit hat. Der hat nicht auf alles eine Antwort. Das haben wir sowieso nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben alle nicht die Antwort auf alles. Wir haben so viele Fragen, wir sind manchmal verwirrt, wissen nicht, wo oben und unten ist, wo links und rechts ist. Und dann müssen wir zur Quelle der Weisheit, zu Gott, der die Weisheit hat, der ganz genau weiß, was für uns dran ist. Aber das ist so ein Prozess, du bist nicht nach der Bekehrung sofort weise. Das ist ein Wandel, du lernst Gott besser kennen, du merkst, am Anfang bist du vielleicht auch noch so, du bist stark und du meinst, du kannst alles. Du und Jesus, ihr reißt alles. Umso älter du wirst, umso mehr wirst du merken, dass du in dir selbst keine Kraft und keine Weisheit hast. Du brauchst Jesus in allem. Und das sind Menschen, die uns zum Segen werden. Ich habe das so oft erlebt. Brüder, die weise waren. Da, wo ich selber verwirrt war, wo ich nicht wusste, wo oben und unten ist. Die haben einfach nur reingesprochen. Die haben nicht groß lamentiert, nicht groß erzählt, sondern die haben 2, 3 Sätze gesagt und alles hat sich verändert, weil nicht derjenige geredet hat, sondern Gott durch ihn. Er konnte ihn gebrauchen, um mir was zu sagen. Ganz wichtig in meinem Leben war immer Ermahnung, dass ein Bruder mir sagt, ey, bis hierhin und nicht weiter. Aber das war in Liebe gesagt. Das war zwar knallhart, du musst schlucken, aber im Nachhinein habe ich immer gemerkt, es war gut für mich, es war richtig, es hat Heilung gebracht.
wenn du stur und bockig bist, dann muss manchmal einfach ein klares Wort ran. Und ich liebe diese Brüder, diesen Mut. Da gehört Mut zu, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ey, das machst du nicht mehr, lass das. Du gehst da einen falschen Weg. Und die liebe ich wirklich. Also weil das sind auch Männer oder Menschen, die wirklich an dir interessiert sind, die dir nicht Honig ums Maul schmieren und alles klar, alles wunderbar, ist es sowieso nicht. Und deswegen ist es so wichtig, ne, dass wir solche Menschen haben. Jetzt kommen wir mal weg von der Zunge, wir hatten noch viel zu, aber es ist sowieso schon wieder viel zu spät. Ich wollte nur mal ganz kurz, weil ich das so wichtig finde, zurück in Sprüche nochmal. Und zwar 15 waren wir, ne? Ja. Sprüche 15. Da steht noch eine Sache, die ein bisschen anders ist. In Vers 3, 15, 3. Die Augen des Herrn sind an allen Orten. Sie schauen auf Böse und Gute. Hier haben wir den Gott, der alles sieht, der alles weiß, der Allwissende, der Allmächtige, der allgegenwärtige Gott. Der ist allgegenwärtig, der ist überall. Und trotzdem, sagt uns Offenbarung 4, sitzt er als Person auf einem Thron im Himmel. Er hat also auch einen festen Wohnsitz. Ist aber trotzdem überall. Klar, man kann sagen, möglich durch den Heiligen Geist, aber wir werden das nicht erklären können, wie das vor sich geht. Da hat sich David schon hat da schon Knoten ins Gehirn gekriegt. In Psalm 139, da steht ab Vers 1, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Du siehst und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Begreifen, wir kennen Gott ein Stück weit, aber begreifen, wer er wirklich ist, ist für uns nicht möglich, für uns begrenzte Menschen. Klar hat Gott uns die Augen geöffnet für ihn, aber er wäre, wenn da nicht irgendwas passiert wäre, wäre er für uns immer noch der große, ferne Gott, mit dem wir, ja, den wir einfach nicht kennen. Aber die zweite Person der Dreieinigkeit, der Sohn, ist auf diese Welt gekommen, ist Mensch geworden. Und Johannes sagt uns in seinem Brief, wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben Gott gesehen. Und stell dir mal vor, wir haben ihn sogar angefasst. Ein Gott zum Anfassen. Gott ist uns nahe gekommen. Und er ist uns nicht nur nahe gekommen, sondern er lebt in uns. Was gibt es Größeres? Wo müssen wir uns noch vergleichen, wenn wir diesen Reichtum in uns haben? Dann ist es doch völlig egal, ob der hübscher ist als ich, ob der dünner ist, ob der so, das ist doch, dann brauchen wir uns doch nicht mehr zu vergleichen. Du kannst doch nie reicher werden. Das gibt's nicht. Du kannst nicht reicher werden, als wenn du Gott in dir hast. Der dich segnen möchte, der nicht der dich runterdrückt, dich niedermacht, sondern der dich liebt, der deinen Namen kennt, der weiß, was dich bewegt, wie es dir geht, das weiß er alles. Und lasst uns doch als Geschwister so begegnen, nicht das Äußere zu sehen, wir vergleichen uns immer und immer wieder. Aber guck doch den Bruder oder die Schwester mal an mit der Haltung, in dem lebt Gott, genauso wie in mir. Dann wären viele Probleme weg. Dann wäre der Respekt groß. Und dann würden wir nicht mehr negativ übereinander reden. Oder die Gefahr wäre nicht mehr so groß. Weil wir sehen, dieser Mensch ist wahnsinnig wertvoll. Gott lebt in ihm. Und wenn Gott ihn liebt, kann ich ihn hassen? Passt das? Wir sind Gottes Kinder.
Okay, viel zu spät. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass dein Wort unmissverständlich ist. Dass es uns heilt, aufbaut, aber auch ermahnt. Dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und manchmal brauchen wir das für unsere hart gewordenen Herzen, dass du mit dem Hammer des Wortes reinhaust. Aber das ist nicht, um uns zu zerstören, sondern um uns heil zu machen, um uns eine tiefere Beziehung zu dir zu schenken. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns, dass du meine Geschwister segnest, sie stärkst. Du weißt ihre Freuden, du weißt, womit jeder zu kämpfen hat. Und wir leben in einer Welt, die uns nicht wohlgesonnen ist. Wir sind auf feindlichem Gebiet und der Fürst dieser Welt wird immer wieder versuchen, uns ein Bein zu stellen. Aber wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir sind in dir, Herr. Und lass uns das nicht vergessen. Bring das, ja, zeig uns das immer wieder neu, dass du, du bist Sieger, du bist der Höchste. Niemand ist größer als du es bist. Und wir bringen dir jetzt einfach den Tag, bitten dich um deinen Segen. Segne uns, damit wir zum Segen sein können. Und geh du mit uns in diese Woche hinein, in all die Herausforderungen, Sorgen, Freuden. Herr, hilf uns wirklich, uns mehr nach dir auszustrecken und dich zu suchen, Herr. Amen.